So. Jetzt machen wir mal weiter mit der Hauptmission. Das mit den Schafen hat mich gerade irgendwie ein bisschen verstört. Und ich liebe den Humor momentan in diesem Spiel, ne? Wie ist es für euch gelaufen? Ich bin am Arsch. Wieder ein Tag ohne Arbeit. Geht mir auch so. Verdammt! Matsu ist vielleicht der Schlimmste, aber viele von den Leuten sind ziemlich raue Kerle. Was erwartest du? Aktuell sieht es auf dem Arbeitsmarkt schlecht aus. Hey, lass dich nicht runterziehen. Man muss einfach Geduld haben. Hm? Moment, ist das nicht Adachi? Du hast recht, es ist Adachi. Kennen wir uns Freunde von dir? Also ich erinnere mich nicht an sie. Von wegen, du hast uns das Leben ruiniert. Ach was, ich habe euch wohl mal verhaftet. Niemand vergisst die Yokohama Pink Panthers. Jinshus, die beste Einbrecherbande. Ach ja, das weckt Erinnerung. Wie lange ist das her, dass ich euch eingebuchtet habe? 20 Jahre? Wir sind jetzt vorbestraft, du Arschloch. Nicht einmal arbeiten dürfen wir. Und dafür bist du verantwortlich. Hey, ist das nicht Adachis Schuld, dass ihr verhaftet wurdet? Bist du ein Bulle? Nee, ich such bloß Arbeit. Oh. Komm, lassen wir sie hier schmoren. Und verschwinden wir. Oi. Moment mal, Adachi, warum suchst du eine Arbeit? Weil ich meinen Job als Polizist verloren habe. Warum denn sonst? Du hast gekündigt? Das bedeutet, du kannst es nicht mehr verhaften, oder? Wir können dich so oft verprügeln, wie wir wollen. Bist du echt so rachsüchtig, steckt die Energie doch lieber in die Jobsuche. Haltet die Fresse! Wir werden euch drei in die Scheiße aus dem Leib prügeln. Drücke L2, um den Autokampfmodus ein- und auszuschalten. Okay.
Ihr Wichser, das werdet ihr noch bereuen. Vergesst es bloß nicht. Dass man etwas so persönlich nehmen kann. Hast du etwa so viele Leute verhaftet, dass du dich nicht mehr an sie erinnerst, Adachi-san? Das ist doch alles ewig her. Aber als ich noch meine Marke hatte, musste ich mich nicht mit so einem Scheiß rumschlagen. Ob das ab jetzt wohl immer so ist? Im Ernst? Dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Ha! Sollen sie kommen? Ich werde mit jedem fertig. Nun, Hello World wartet schon. Dass hier dann auch sowas wie eine Nebenmission immer wird? Oder eher gesagt, wo man halt wirklich Aufträge annehmen kann oder so. Der nächste, Nummer 68. Hi. Ja. Ich heiße Ichiban Kasuga, ich bin 42 Jahre alt, ich bin stark, ich habe eine Wohnung und ich brauche einen Job, bitte. Okay, beruhige dich. Die Theatralik ist nicht nötig. Hä? Warst du nicht der Hausmeister? Jo. Hey, bist du nicht der Obdachlose, den ich zu der Bar geschickt habe? Du hast also ein Dach über den Kopf, ja? Als du wegen dem Job, den du uns beschafft hast. Freut mich. Warum ist sie jetzt auf der anderen Seite? Wieso? Ich arbeite hier. Direktor? Du leitest den Laden hier? Direktor? Glaubst du, du findest Arbeit für uns? Hey. Oh, hast du neue Freunde? Ja, meine Gruppe hat schon 3 Mitglieder. Gruppe? Ja? Zockst du gerne Kasuga-kun? Ja, ich bin totaler Dragon Quest-Fan. Dragon Quest? Das ist gut, das spiele ich auch. Aber sehen wir mal nach, ob wir für den Helden und seine Gefolgschaft Jobs finden. Wir sind dir was schuldig. Aber damit das klar ist, letztes Mal habe ich eine Ausnahme gemacht. Ich wollte sehen, ob 2 Obdachlose auf eigenen Beinen stehen können. Aber nachdem wir das jetzt offiziell machen, muss ich mich an die Regeln halten. Oh? Was für Regeln? Die goldene Regel. Ich kann euch nur Jobs geben, für die ihr qualifiziert seid. In Dragon Quest sind manche Quests doch auch gesperrt, bis der Charakter eine bestimmte Stufe erreicht hat. Oder ein Skill beherrscht, oder? Ah, wie schon gesagt, das ist so ein Jobcenter-Ding dann auf einmal für uns. Genauso ist das hier auch. Das Leben ist im Grunde nur ein großes Rollenspiel. Klar, also, was würde unserer aktuellen Erfahrungsstufe entsprechen? Ein Ex-Sträfling, ein Penner oder ein gefeuerter Bulle? Hier, etwas Besseres habe ich im Moment nicht für euch. Woher weiß er eigentlich, dass alles jetzt Sträfling und so? Das haben wir nämlich nicht gesagt. 3 Quests! Ein spezielles Badehaus? Oh. Ein Soapland also. Moment mal, für die 2 hast du vielleicht nichts Besseres, aber ich habe jahrelange Polizeierfahrung. Nach deinen Unterlagen warst du nie verheiratet. Warum ist denn das denn bitte relevant? Willst du etwa behaupten, du hättest in all den Jahren als alleinstehender Mann nie dafür gezahlt? Das ist doch genau dein Ding. Was fällt dir ein? Ich meine, so illegal das auch gar ist, das auch gar nicht. Jedenfalls müsst ihr irgendwie Erfahrung sammeln. Und glaubt ja nicht, dass dieser Job im Badehaus ein Spaziergang ist. Der Eigentümer ist etwas exzentrisch und es liegt an ihm, ob er euch nimmt. Viel Glück. Okay, auf zum Vorstellungsgespräch. Kann man jetzt hier öfters Quests bekommen? Wäre natürlich cool. Wenn man hier halt Quests bekommen könnte.
nach dieser. Wir haben ja immer noch den Reiter Teilzeitheld. Ich glaube, das ist mit. Ich glaube, dieser Reiter wird gleich. Billiges Plastik. Wird uns vielleicht gleich geöffnet dadurch. Was ich auch cool finde, durch Minispiele kriegt man also bestimmte Punkte in den Minispielen, also bei manchen. Und man kann sich Sachen freischalten dadurch. Finde ich mega geil. Also das Konzept gefällt mir. Oh nein, was?変質者だな。この町はこういう行かれた奴もたくさんいるんだよ。やるぞ。ああ。やってやるぜ。これじゃ。かかってこっから。逃げられないのうちだ。なめんなよ。おい来た。 Oh nein! Oh! Ich bin blind! Ich glaube, den Skill wird er nicht ewig haben, weil er nicht ewig ein Obdachloser ist.死んだ、こいつは。どんだけどん底の町なんだよ、ここは。まあ、時期になれるさ。こんなのになれたかねえよ。ほうほう、こいつは珍しい。あ？やはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ。登録、登録。学名は何にするか。 大森男とかでも悪くないが。<笑>おい、何してんだ。あ、すまん、この辺でなかなか見ないやからだったからな、つい夢中になっちまったよ。おっさん、何者だ。俺はドクター森笠、スジモン博士と呼ばれてる。スジモン博士、なんだそりゃ。<笑> 気になるか。なら近くに俺の研究施設がある。スジモン？ Ist das so Pokémon-Dings oder was? お茶菓子で振る舞わせてもらう。お茶菓子だってよ。Wie ein seltenes Exemplar。だけどよ、この博士めっちゃ。keine Ahnung。食えるもんは食える時に食わねえと。この町では生きていけねえぞ。ただより安いものはねえんだ。 Die Nebenmission habe ich aber nicht gesehen. Die wurden mir nicht angezeigt. ここが俺の事務所、通称スジモンセンターだ。ただの雑居ビルの一室じゃねえか。さて、スジモンについて聞きたいんだったな。説明してやろう。スジモンとは その筋のものという意味だ。筋のもの、筋もん。 Ich wusste es doch, sowas wie. ああ、
要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間をスジモンと呼んでる。 Das sind echt Pokémon. あんた、なんでそのスジモンのデータを集めてんだ。それはこの世界の平和のためだ。平和？この世界、特にこの異人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だが実際にどんな種類の危険な人間が何種類 この世の中に存在するのか。お前らは答えられるか？ああ、そう言われると答えらんねえな。だろ？多くの人が危険な人間がどんな type の見た目で何種類いるか具体的に答えられない。そしてそれがわからないがゆえに今も誰かが危険な人間に近寄り危険な目にあっているんだ。 だから俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げることで一般人が危険に巻き込まれる機会を減らしたいと思ってる。なるほどな。おっさん、うさんくさい割には良いこと考えてんじゃねえか。だがなんでそんなことを始めたんだ。まあ過去にいろいろあってな。俺はとにかく 平和な世の中を作りたいんだ。その気持ちに嘘はねえ。データの収集はどれくらい進んでるんだ。それがな、データを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩に巻き込まれてしまうという最大の問題があってな、なかなか進んでいないんだ。まあそりゃそうだな。はあ、困ったぜ。 どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで、なおかつ巻き込まれても、まあ大丈夫そうだ。屈強で気さくな奴がいればいいんだが。うん。うん。そういう奴が見つかるといいな。じゃ、俺らはこれで。Gehen wir jetzt auf die Straße und schmeißen Gangster mit Bällen oder so? なんだ？ まさか俺たちに筋もんのデータを集めるとか言うんじゃ。勘がいいやつは嫌いじゃないぜ。別に無理に戦えとは言わない。戦うことになってしまった時に情報を登録してくれるだけでいいんだ。どうせお前らみたいな連中は何も意識しなくても悪いやつらと頻繁に戦ってるんだろ。ならついでに協力してくれても罰は当たらないんじゃねえか。 とは言ってもな。頼む。スジモン図鑑の完成が一般の人たちの平和につながる。 Jetzt führen wir schon eine Monster-Enzyklopädie in diesem Spiel. Ich sag ja, die verarschen komplett das RPG-Genre. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt so wirklich ein siebter Teil ist und eine neue Reihe. Aber mal abwarten, ob er im nächsten Teil auch wieder vorkommt. よろしく頼むぞ、春日さん。で、登録ってのはどうやってやりゃいいんだ。まあ簡単だよ。まずは俺の作ったアプリを入れてやろう。ディスチデ、スチデ。 Wir haben ein Dex bekommen. Zum Geier. Was? Sate, gibt's dann auch Arenen, wo ich mit den Sujimons kämpfen kann? Ich Ah, wir füllen unseren Suji-Dex. Nande? 登録の仕方を教えるために俺が用意した助手たちだ。さあ、どうだ。赤か青か。ビッグコモンザスターターポケモン。そうだな。<笑><笑>
Okay, nehmen wir mal an, es ist das erste Pokémon-Spiel. Obwohl, nee, scheiß drauf, egal was für ein Pokémon-Spiel. Ich nehme jetzt einfach, weil mir die Farbe gefällt, den roten Tsujimon. Ja, Akade. Akada, ne? Wagatta. Yoshi, omaera wa aka no sapoto ni maware. Sate, ja, touruku no shikata o oshii. Susamiya! Koitsura to tatakae tte no ka? Sou da, sono apuri wa teki o taosu to jidouteki ni touruku sareru you ni natte iru. Koitsura o taoshite, zukan ni touruku shite miseru. Oh, diese Pokémon. Die Spielung ist so gut. Die haben auch noch den Namen der Farbe, diese Diese tragen. Na gut, wer jetzt kein Japanisch kann, der wird's, der weiß es nicht, aber Oki, Midori und Akai, das sind halt diese Farben, ne? Blau, grün, rot. Der ist doch feuerimmun. Tatsache, den Grünen hätte ich mit Feuer fertig machen können. Der hat viel, viel mehr Schaden gefressen. Nein, ich werfe. Ich hab keinen Ball. Guck mal, er macht sogar Molotow, weil er Feuer ist. Ist nicht dein Ernst. Warte, Feuer ist gegen ihn hier gut. Nein! Bettner steht jetzt wieder steht, weil es Wasser sein soll. Nee, doch nicht. Uns jetzt hier, was macht der denn da? Also in Sachen Nebenmissionen ist das Spiel schon mal das Beste. Es ist so geniale Nebenmissionen. Ah, aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich die meisten Nebenmissionen einfach wegdrücke. Da liegen sie! Los, jetzt Bälle werfen! Migotoda! Omaera o eranda ore no me ni kurui wa nagatta. Sono jitsuryoku. Dann werdet ihr die allerbesten sein! Yama hodo touroku dekiru hazu. Nicht dein Ernst! Soits ja doumo. De, kore de touroku sareru no ka? Ma, hora, apuri o hiraite mite miro.
Der Tsuji-Dex. Ein Tsuji-Mon, der vom Tsuji-Mon-Sensei genötigt wurde, einen roten Anzug zu tragen. Schwäche Wasser. Das ist der Pisszauberer. Pisszauberer, ach, das ist der! Grüner Tsuji-Mon. Ah, seine Schwäche ist Blitz. Warum auch immer. Grüner Zug zu tragen, das ist so gut. Ich hab früher jeden Tag in den Fluss gepisst. Wild pinkeln war sein Lebenswerk. 252! Ja, sind wir denn schon in der zweiten Generation? こんな感じでいろいろなスジモンを倒して データを集めてくれ。集めた数により報酬は用意させてもらう。Ich werde der beste Tsuji-Mon Trainer aller Zeiten。報酬を取りに来てくれ。なんだか面倒なことに巻き込まれちまったな。Dragon Quest kommt ja hier。やってみりゃいいじゃねえか。俺たちは贅沢言える身分じゃねえんだからよ。Dragon Quest kann man ja halt nicht als Spielung sehen, weil es ja wirklich Dragon Quest heißt da. Also. Der nächste Tsuji-Mon Meister! Ja! Oh Gott, ich. Oh. Oh, was? Oh, wir haben 21:51 Uhr, es tut mir leid. Das hat mir den Rest gegeben übrigens. Was? Der Tsuji-Dex, ich fass es nicht. Wir haben einen Tsuji-Dex. Bekomme ich den Glücksei, wenn ich den vollständig habe? Also man bekam immer so ein Item, womit man mehr EP bekam. Nein, nicht ein Item für mehr EP. Das war was anderes. Womit man eher hier Shinies fangen konnte. Die Wahrscheinlichkeit höher. Sowas bekam man. Das bekam man im ersten Teil, eine Urkunde. In den jetzigen Teilen, wenn man den Dex füllt, bekommt man wirklich etwas dafür. Und es ist gar nicht mal so schlecht. Die beiden Sachen haben wir noch nicht. Oh. Es passieren Sachen. Tsuji-Mon.